Herzlich willkommen zur Episode 1 Suchmaschinen im Modul E Informationsverarbeitung. Heute geht es darum, wie Sie hochwertige akademisch-wissenschaftliche Quellen, Informationen, Bücher, Artikel finden für Ihre Masterthesis, für Ihre Bachelorarbeit, Ihr Referatsthema oder auch Ihr Projekt. Sehr guter Einstieg ist eigentlich die Bibliothek. Die kann man sehr gut im Internet durchsuchen. Dort finden Sie sowohl Bücher als auch Zeitschriftenartikel. Sehr, sehr viel des wissenschaftlichen Diskurses findet in sogenannten wissenschaftlichen Fachzeitschriften statt und die finden Sie über die Angebote der Uni-Bibliothek sehr gut. Und dann können Sie natürlich noch im Internet suchen. Das ist so im Endeffekt das, was wir uns heute anschauen werden. Gehen wir mal zur Bibliothek, Startseite der Bibliothek. Hier gibt es ein Suchenformular. Ich gehe erstmal hier in die Literatursuche. Wenn Sie Bücher suchen wollen, da ist der Online-Katalog am besten. 3 Millionen Print- und AV-Medien. Und falls Sie ein ganz spezielles Buch suchen und es dort nicht finden, dann können Sie in den gemeinsamen Verbundkatalog gehen. Da kriegen Sie Zugang zu allen norddeutschen Universitätsbibliotheken. Da können Sie Fernleihen machen. Sie können aber natürlich auch gegebenenfalls dort hinfahren einfach. So, ich gehe mal in den Online-Katalog der Staatsbibliothek. Wenn Sie Geisteswissenschaften studieren, dann ist sicherlich die Buchsuche sehr gut, weil in der Geisteswissenschaft wird sehr viel mit Büchern gearbeitet. Schauen wir mal zum Beispiel zum Thema Mediatisierung. 30 Bücher haben wir da und dann sehen wir, hier gibt es verschiedene Bücher. Können Sie anschauen. Sieht man, es gibt mehrere Exemplare, die sind ausgeliehen, kann man sich vormerken. Es gibt aber auch, wenn Sie hier solche 010 sehen, dann gibt es dort zumeist auch eine Online-Version. Hier sehen Sie, es gibt eine freie Nutzung im Campusnetz und das ist doch schon mal ganz schön. Man braucht also jetzt nicht mehr in die Bibliothek laufen und trotzdem hat man Zugang dazu. Und hier sehen Sie, können sich alles runterladen, die einzelnen Kapitel. Und sehen auch, was in dem Herausgeberband hier dort drin steht. So, da haben Sie ja schon mal einen guten Weg gespart. Die Zeit können Sie jetzt nutzen, um sich noch mehr anzuschauen, was es hier so gibt. Wenn Sie mehr aus den Naturwissenschaften kommen, da sind die Dinge sehr viel stärker in Artikeln, Zeitschriftenartikeln zu finden. Ich gebe jetzt einfach mal auch wieder ein sehr breites Gebiet an Time Series Analysis, also die Analyse von Zeitreihen. Und jetzt sieht man hier die Ergebnisse. Sie schauen, Bücher nur 55 Bücher, aber Artikel 550 Titel. Und sogenannte Open Access Artikel gibt es 73. Open Access, die sind komplett frei. Dissertation, Habilitation 2. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was da zu finden ist. So, da haben wir zum Beispiel die Analyse kointegrierter Variablen mit des vektorautoregressiver Modelle. Schauen wir uns das mal an. Und die ist ausleihbar, leider aber nicht zum Download. Ist auch von 1991, vielleicht schon ein bisschen alt. Und wir sehen aber hier, gibt es zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis. Das können wir uns zum Beispiel anschauen. So. Okay, also zumindest haben wir das Abstract. Manchmal hat man auch tatsächlich das komplette Inhaltsverzeichnis dort drin, was einem da natürlich hilft, sich zu sagen, okay, muss ich mir das überhaupt anschauen oder nicht? So, gehen wir nochmal zurück zu unserem Suchergebnis und da haben wir Artikel, 550 Artikel. Das sind natürlich jetzt sehr viel, die würde man normalerweise in der echten Suche stärker eingrenzen durch Suchartikel, also durch Suchbegriffe. Das mache ich jetzt hier mal nicht. Was man hier auch sieht, ist, haben Sie gerade gesehen hier,
Wie viele Bücher aus welchen Publikationszeiträumen gibt es denn eigentlich? Und das kann man auch eingrenzen, indem, wenn man sagt, ich will nur Sachen ab 1996 haben, klickt man hier drauf und sieht dann nur diese Sachen. Und wenn man sagt, nein, ich will gerade mich mal anschauen, was damals publiziert worden ist zu dem Thema, dann kann ich dort hinein springen. So, jetzt sieht man hier zum einen eine Liste der Artikel und das ist nach Relevanz sortiert. Und man kann hier dann auch nach Jahren suchen. So, jetzt haben wir hier verschiedene Artikel. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. 2008. Alles, was gelb oder grün ist, können Sie aus dem Uninetz sich anschauen. Was gelb ist, können Sie nur aus dem Uninetz sich anschauen, es sei denn, Sie haben den Proxy installiert in Ihrem Browser, dann können Sie das auch von zu Hause mit Ihrem Uni Bremen Account machen. Rote Sachen haben wir keinen Zugriff drauf. So, schauen wir mal uns einfach einen Artikel an. So, das ist für die Chemiker. Gucken wir mal hier rein. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann werden wir kommen wir zu einem Anbieter, zu dem ja, Science Direct, das ist einer der großen Verlage, die uns jetzt diesen Artikel hier anbieten. Und weil wir als Unibibliothek Bremen eingeloggt sind, können wir uns jetzt diesen Artikel runterladen. Das heißt, Sie müssen nicht mehr in die Uni gehen und gucken, ob es die Zeitschrift gibt, sondern Sie können direkt hier sich das runterladen und sich das dann anschauen. Wir dürfen hier natürlich nur die erste Seite zeigen, aus Copyright-Gründen natürlich. Hier sieht man jetzt tatsächlich den Artikel und sieht, dass es hier noch viel weitergeht und dass man das jetzt im Volltext hier zu le lesen kann. Was hier auch sehr schön gerade zu sehen war, muss ich erstmal hier wieder rüber zu meiner Staatsbibliothek. Wir müssen vielleicht noch mal ein paar Sachen schließen. Hier sieht man noch mal Teilaspekte des Themas. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Chaos im Kontext von Time CSS Analysis beschäftige, dann kann ich hier draufklicken. Und kriege dann den Ausschnitt der Texte, die sich mit Time CSS Analysis und Chaos beschäftigen. Und nach einer kurzen Suche sehen wir jetzt, aha, wir haben jetzt nur noch 14 Titel, ein Buch gibt es dazu und 13 Artikel. Und auch hier könnten wir wieder zugreifen und dann wiederum uns das anschauen. So, jetzt gibt es in der Bibliothek noch ein paar andere schöne Dinge, wie zum Beispiel das virtuelle Bücherregal. Man muss nämlich gar nicht in die Bibliothek gehen, um unbedingt sich jetzt mit einem Thema zu schauen, was dort für Bücher sind. Gehen wir mal wieder zum Beispiel in die Pädagogik. Da sind wir jetzt im virtuellen Bücherregal und können uns hier anschauen, wie ist denn das hier eigentlich organisiert? Und wenn ich mir zum Beispiel dann anschauen will, das kann ich natürlich dann eben durchsuchen, wenn ich zum Beispiel sage, was gibt es denn eigentlich zum Herrn Dewey? Aha, da ist der John Dewey. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Und jetzt sehe ich die Bücher, die dort tatsächlich im Regal stehen und kann mir das jetzt hier nebeneinander anschauen. Hier vorne draufklicke, sehe ich jetzt alle Bücher, die es in dem Zahlbereich gibt. Es hat den großen Vorteil, dass man da nicht ganz genau vielleicht die Suchbegriffe wissen muss, sondern man schaut sich halt einfach an, was es dort in der Nähe gibt. Und das geht natürlich.